Willkommen zurück zu PUBG, Folge 16. Eine sehr besondere Folge, deswegen schaut sie euch bis zum Schluss an. Kann ich nur empfehlen. Also, viel Spaß mit der Folge. Baum, 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 baum. Wo fliegen wir diesmal lang? Oh, plant hier entlang nach Überlipowka. Nach Georgiopol. Obwohl, hier ist nach Georgiopol. Ich gehe nach Milta. Wo sind denn die Waffen? Wollt ihr mich jetzt verkackeiern? Das kann doch nicht sein, dass jetzt hier keine Waffen sind. Na, also eine OMP. Oh, eine Ska. Bringt mir zwar nichts, aber hey. Das ist ja weiter im Magazin, meine ich natürlich. Kurzen Prozess. So, jetzt gehen wir nach. Wie heißt das? Nach Milta. Fuck yourself. Ab nach Milta! Ich will nach Milta, denn da ist cool! Ich fahre einfach querfeld dahin! Obwohl, wir könnten auch so ein Ding verfolgen. Keine Ahnung, wo das Flugzeug hin ist. Ich sehe auch kein Paket am Himmel. Das Ding hat auch fast keinen Sprit mehr. What the hell? Was war das denn? So. Da sind wir in Milta. Das heißt, wir sind in der Zone, also in der ersten. Man weiß ja nicht, wie sich es weiterentwickelt. Oh, jetzt weg. Alles klar, frohes Looten, mein guter Freund. Guter Freund. Ist Milta so ein guter Loot-Spot? Ich habe keine Ahnung. Oh. Sehr nice Stuff. Alles klar, wir sind echt gut ausgerüstet erstmal für den Anfang. Die OMP ist nicht so schön. What the hell ist das immer? Was war denn das? Wie ich mich erschrocken hab, Junge. Hier ist irgendjemanden. Irgendjemand. Alter Schwede, hab ich mich erschrocken. Ein besseres Visier wäre noch gut. Hätte ich nichts gegen. Sollen wir jetzt so einen Shotgun nehmen? Nee. Wir bleiben bei der UMP. Irgendwo habe ich Schüsse gehört. Ich hätte natürlich auch auf die Militärbasis gehen können.
Beziehungsweise werden wahrscheinlich die ganzen Typen von der Militärbasis dann bald hierher kommen. Wenn die irgendwie da hingekommen sind. Ich habe gerade gedacht, ich habe Schritte gehört. Bin irgendwie angespannt. Natürlich geht es ja auch darum, nehmen wir den Medizinkanister mal mit, wir haben ja noch Platz. Vielleicht tanken wir dann das Auto voll. Ich weiß gar nicht mehr, wo es steht wirklich. Aber falls wir es wiederfinden. So, das ist schon besser. Was uns noch immer fehlt, ist ein gutes Scope. Es sieht so aus, als würden wir kein gutes Scope mehr finden. So, wo müssen wir das nächste hin? Oh Mann, wir müssen ganz schön weit eigentlich. Ich bin von da irgendwo gekommen. Da? Da fuck, Alter. Wir bleiben bei unseren Waffen, so wie es jetzt ist. Scheiße, Mann, jetzt haben wir natürlich genau jetzt eine rote Zone. So, Tank geht schnell auf. Und dann fahren wir los. Ich würde der UMP mal eine Chance geben, weil die hat einen Kill schon gebracht. Ja, und so, als hätte ich nicht gekillt mit der. Ist auf jeden Fall wieder eine Runde, die besser läuft. Zumindest einigermaßen, ja. Also sie ist jetzt nicht überragend bis jetzt, aber wir werden es schon schaffen. Keine Ahnung. Jetzt hat natürlich meine Weste zerschossen. Da hat die UMP geregelt. Alter Schwede. Fucking hell.
Wir nehmen die Karre. Das ist sonst zu gefährlich. Die UMP regelt, Alter. Einfach Auto, Feuer, fertig. Kurz mal anders hinsetzen, Alter. Es war eine Tänzrunde bis jetzt, eine Tänz-Round. Von hier aus kann ich die Treppe einigermaßen im Blick behalten. Also ich bin zufrieden, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Die UMP hat geregelt bis jetzt. Yes, Baby. Wir sind nochmal im Kreis. Alles klar. Das ist eine wirklich gute Runde bis jetzt. Der Berg war ja mal. Da habe ich wie viele? 3 getötet am Ende? Jetzt müssen wir Glück haben. Yes. Meine Güte, wir haben so viel Luck. Wir schaffen das. Komm bitte, ich will Chicken Dinner, aber bitte vegetarisch. Vegetarisches Hühnchen, bitte. Alter, wenn unser Haus nochmal im Kreis ist, dann ist das echt super duper lang. Die schießen auf einmal alle. Okay, einer ist tot. Oh, Baby! The Dream! Also wenn der Kreis sich gleich nochmal verkleinert, dann werfe ich erstmal ein paar Pillen ein, beziehungsweise halt Schmerzmittel und Energy Drink und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Vielleicht können wir auch drinbleiben, dann natürlich nicht. Meine Güte, die ganzen Feuergefechte, ey. Mein Herz, ey, das zerplatzt gleich. Vielleicht ja gleich echt einen Herzinfarkt. Shotgun. X-686. Geilste Shotgun der Welt. Also zumindest in dem Spiel. Geilste Shotgun des Spiels, okay. Komm bitte. Oh shit, wir sind noch immer im Kreis, oder? Wir sind noch immer im Kreis. Wir sind noch immer im Kreis. The fuck, Alter? So eine Situation hatte ich ja noch nie. Ich komme nicht mehr raus. Warten wir.
Sehr nice. Sehr, sehr nice. Fuck. Ich meine, 6 Kills sind trotzdem noch eine guter Schnitt. Auch wenn es am Ende ein bisschen gekämpft war. Alter Schwede. Das war's mit dieser Folge, Pupke. Wow, mein erster Sieg. Ich bin echt... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Überwältigt, ja. War natürlich ein bisschen gecampt am Ende, aber trotzdem, hey, ich habe 6 Kills gemacht, man kann nichts sagen dagegen. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wie immer, lasst mir ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und natürlich Abos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Schulzmann.